Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil Erfolgreich manifestieren leicht gemacht. Denn es gibt etwas, was wir bei unserer Manifestation gerne mal vergessen, weil uns das gar nicht so bewusst ist. Und damit du diesen Fehler nicht machst, sondern damit du genau das auch benutzt für deine Manifestation, darum geht es heute. Und dafür werden wir am Ende dieses Videos eine Übung machen, damit dir ab jetzt deine Manifestation erfolgreich und mit Leichtigkeit gelingt. Ja, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Moin Magic Soul, wir sind's Annette und Easy, meine Seele. Heute das letzte Mal live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, als allererstes möchte ich mich für all die Herzen bedanken, die ihr hinterlassen habt, die ihr gesendet habt. Und es war ja förmlich eine Herzensflut in den Kommentaren. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Also an dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank an dich, dass du mitgemacht hast. Wow. Und ich hoffe, du hast wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt und für dich erleben können, wie leicht manifestieren geht, wenn wir den Druck und den Stress rausnehmen. Wir haben uns also so richtig eingestimmt. Und heute wollen wir uns deinen Herzenswunsch vornehmen, damit es dir nämlich auch mit Leichtigkeit gelingt. Und heute geht es mir weniger um eine detaillierte Anleitung, wie du richtig manifestierst. Die findest du in einem anderen wundervollen Video von mir, was ich dir einblende und in der Beschreibung natürlich verlinke. Sondern heute geht es mir um etwas, was wir beim Manifestieren gerne mal vergessen, was aber ein ganz, ganz wichtiger Part ist, ein ganz, ganz wichtiger Schritt oder ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil, damit dir deine Manifestation auch gelingt, damit dein Herzenswunsch auch in deine Realität kommt und eben wahr wird. Und das ist, dass wir uns unseren Herzenswunsch auch erlauben. Jetzt sagst du, Moment mal, aber das ist doch mein Herzenswunsch, den will ich doch haben, warum soll ich mir das denn nicht erlauben? Das ist der Knackpunkt, denn das, was du dir erlaubst, das ist ja deine Programmierung, das ist dein Filtersystem und das passiert in deinem Unterbewusstsein. Heute geht es mir ums Erlauben, dass es für dich selbstverständlich ist, dass dieser Herzenswunsch auch zu dir gehört. Dass es für dich selbstverständlich ist, dass dieser Herzenswunsch auch existiert. Dass deine Seele den schon längst vorbereitet hat und kreiert hat für dich, dass du den leben sollst. Und dass genau jetzt, wo dieser Herzenswunsch aufgetreten ist, dein Calling sozusagen von deiner Seele, dass jetzt die Zeit reif ist, diesen Herzenswunsch auch zu leben, dass du dir das erlaubst, dass es für dich ganz normal wird, dass du den haben darfst, dass du sozusagen in deine Selbstverständlichkeit gehst. Und das bedeutet, dass du in dein Wissen gehst, dass du weißt, dass dieser Herzenswunsch auch dein ist, dass dieser Herzenswunsch jetzt auch Realität wird. Denn da spielt uns oft unsere Programmierung, unser Filtersystem einen Streich. Weil du kannst dir noch so sehr wünschen, dass deine Manifestation real wird, wenn du hier innen drin, in deiner Programmierung eine Blockade hast. Wenn du unbewusst natürlich entschieden hast für dich, dass du es gar nicht wert bist, dass du diesen Herzenswunsch haben kannst. Denn alles geschieht durch dich. Auch deine Manifestation geschieht durch dich. Das, was deine Realität ist, das geschieht durch dich, weil du bestimmst, was gut ist, was nicht gut ist, was du haben darfst, was du nicht haben darfst, was du wert bist, was du nicht wert bist. Das sind deine Glaubenssätze, das ist deine innere Überzeugung, das ist dein Filtersystem, deine Programmierung, die du dir irgendwann geschaffen hast. Das ist deine Story, die du dir jeden Tag erzählst. Und heute wollen wir deine Story ändern, damit du in eine andere Energie kommst. Denn du weißt ja, alles ist Energie. Und da, wo du schwingst, das ziehst du an. Also ist es natürlich wichtig, dass du auch in den Empfangsmodus kommst, dass du also auf der Frequenz schwingst, wo dein Wunsch ist, damit ihr euch auch begegnen könnt. Und dafür werden wir gleich die Übung machen, die ich dir mitgebracht habe. Aber bevor wir die machen, möchte ich dir noch ein Beispiel geben, so dass du für dich schon mal spüren kannst, wie unterschiedlich deine Energie sein kann, wenn es sich um deinen Herzenswunsch handelt. Also welche Einstellung du hast. Und da haben wir die eine Energie, da wo du noch hoffst, dass es passiert. Und wir haben die andere Energie, wo du weißt, dass es passiert. So, lass uns das mal anhand vom Seelenpartner machen. Ich finde, da kann man das mal sehr gut dran erkennen. So, erste Energie.
Ich hoffe, dass ich meinen Seelenpartner treffe, aber es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Sechser im Lotto. Ich hoffe, dass wir zusammenkommen, aber es ist so schwierig. Er ist ja noch verheiratet und eigentlich geht es nicht und er hat Familie und da, 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 da. So, zweite Energie. Ich weiß, dass ich meinen Seelenpartner treffe, weil wir füreinander bestimmt sind. Dafür sind wir inkarniert, dass wir als Seelenpartner zusammenkommen. Und ich weiß auch, dass wir zusammenkommen, weil das gehört zu unserem Seelenplan. Merkst du den Unterschied von diesen beiden Energien? Und merkst du auch, wie die Wahrscheinlichkeit steigt bei der zweiten Energie, da wo es eigentlich klar ist, wo es eigentlich logisch ist, dass das passiert, dass das in dein Leben kommt? Und wie sehr du da zum Magnet wirst für deinen Herzenswunsch, weil es einfach selbstverständlich ist für dich. Und das ist das Coole, wenn wir das für uns einmal verstehen, dass wir diesen Herzenswunsch, wenn der von unserer Seele kommt, das heißt aus der Fülle, nicht aus dem Mangel heraus, dass die Zeit da ist, dass das wirklich der Wunsch ist, den wir jetzt auch leben sollen, der jetzt Realität werden soll. Aber, ganz klar, worum geht es beim Manifestieren? Nicht ums Haben, sondern ums Werden. Das heißt, wir müssen natürlich ganz klar an unserer Programmierung, an unserem Filtersystem arbeiten, dass wir uns das auch erlauben. Und die meisten von uns sind in der ersten Energie. Und darum ist es für viele auch so schwer zu manifestieren, weil wir uns das gar nicht so richtig erlauben. Und dafür wollen wir jetzt die Übung machen, so dass du dich mehr in die zweite Energie schwingen kannst, also in die Energie des Wissens und des Empfangens. So, dass du dir auch anfangen kannst, eine neue Story zu erzählen, dass du es sowas von wert bist, dass dein Herzenswunsch Wirklichkeit wird, dass du es wahrlich verdient hast. Dass es für dich klar ist, dass dir deine Manifestation auch zusteht, dass dein Herzenswunsch auch Wirklichkeit wird. Und dafür möchte ich jetzt, dass du als allererstes mal an deinen Herzenswunsch denkst. Was wünschst du dir? Was möchtest du so gerne, dass das in dein Leben kommt? Fühl dich dann nochmal so richtig rein. Ach, herrlich, oder? Und nun stell dir eine Skala von 1 bis 10 vor. Und ich werde dir gleich eine Frage stellen und ich möchte, dass du ganz, ganz ehrlich zu dir selbst bist und die erste Zahl, die aufpoppt, dass du die auch annimmst. Okay? Die Frage lautet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Herzenswunsch auch Wirklichkeit wird? Bäm! Welches war die erste Zahl? Schreib die auch gerne mal in die Kommentare, egal wie niedrig die auch ausgefallen ist. Für einige wird es vielleicht erschreckend sein, einige sagen, ach, gar nicht so verkehrt. Das Spannende dabei ist, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du eine niedrige Zahl hast. Das bedeutet nur, dass da noch etwas ist, dass da noch etwas angeschaut werden möchte, was du befreien darfst, was du loslassen darfst, was du heilen darfst. Es ist sogar wichtig und es wird sich auch immer mehr zeigen in diesen ganzen Herausforderungen, die wir gerade haben, habe ich ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass wir uns wirklich jetzt unseren Themen stellen, dass wir wirklich wachsen, reifen können, dass wir heilen können, dass wir loslassen können, dass was wir in unserer Programmierung und in unserem Filtersystem gespeichert haben, an Limitierungen, an Blockaden, an alten Wunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darum ist es mega, mega cool, gerade jetzt, wenn es immer mehr aufpoppt, weil das wollen wir in der alten Welt lassen. Das wollen wir nicht mitnehmen in die neue Welt. Also da rangehen, da arbeiten und du wirst merken, du wirst dir dadurch ein völlig neues Leben schenken. Und wenn du das mit mir machen möchtest, können wir das gerne in meiner Selbstermächtigungssession machen. Im zweiten Step wollen wir dir jetzt mal ganz allgemein diesen Druck und diesen Stress rausnehmen. Und vielleicht auch das erschreckende Erkenntnis, was du gerade hattest, als du deine Wahrscheinlichkeit eingestuft hast, ob sich dein Herzenswunsch auch erfüllen wird. Weil das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, sondern das ist deine Realität, deine Story, die du dir gerade noch erzählst. So, die wollen wir jetzt ändern. Und dafür möchte ich, dass du jetzt einmal die Augen schließt. Natürlich nur, wenn du kannst. Atme einmal tief ein, über den Mund wieder aus. Und lass einfach mal alles Belastende los. Es ist gerade nicht wichtig. Und nun leg gerne deine Hand aufs Herz und sprich mir laut nach. Wenn ich sage Herzenswunsch, kannst du es natürlich gerne ergänzen mit deinem Herzenswunsch. Okay? Okay. Ich entscheide mich von ganzem Herzen für meinen Herzenswunsch. Denn
Er ist ja schon da und wartet nur darauf, von mir ins Leben gerufen zu werden, dass ich ihn in meine Realität lasse und dass er ein Teil meiner Story wird. Selbstverständlich kann ich meinen Herzenswunsch leben, denn er ist ja für mich bestimmt. Er ist extra von meiner Seele für mich bzw. uns kreiert. Ich bin bereit, meinen Herzenswunsch zu empfangen, denn er gehört zu mir. Und nun öffne ganz weit deine Arme, gericht dich in deinen Empfangsmodus und sage, lieber Herzenswunsch, danke, dass du da bist. Ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zeit. Und nochmal einmal ganz laut, ich nehme dich zu 100% an. So sei es. Amen. Atme nochmal einmal tief ein und aus und öffne deine Augen. Wow, oder? Ganz neues Gefühl, ganz neue Energie, oder? So, und jetzt wollen wir natürlich nochmal den Test machen. Wie hoch ist jetzt deine Wahrscheinlichkeit, dass dein Wunsch in Erfüllung geht? Von 1 bis 10. Bam. Und schreib auch das gerne mal in die Kommentare. Das, was du gerade erlebt hast, wie sich gerade deine Zahl verändert hat. Wie du deine Wahrscheinlichkeit gesteigert hast. Ist das nicht cool? Und hast du gemerkt, wie schnell du das kannst? Wie sehr du die Macht hast, deine Energie zu ändern? Von einer Sekunde auf die andere. Weil du dich anders eingeschwingt hast, weil du anders gedacht hast, weil du es zugelassen hast und dich dafür geöffnet hast. Du bestimmst deine Realität und auch welche Story du dir tagtäglich erzählst. Also, welche neue Story wirst du dir ab jetzt erzählen, was dein Herzenswunsch angeht? Alles ist für dich, nichts ist gegen dich. Das Universum hat so eine Freude, dir zu dienen. Auch deine Herzenswünsche sind ja da, um dir zu dienen. Also nimm sie von ganzem Herzen an. Sie gehören dir. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen und du hast eine wundervolle neue Energie für dich entdeckt. Wir sehen uns im nächsten, aber erst in 14 Tagen und dann wieder live aus Kapstadt. We love you, du bist Magic. Ciao for now, deine Annette und Easy.